Jungs hier Gas. Für alle Besucher im Mainzweil, wie gesagt, das ist der letzte Stop in Deutschland. Der letzte Stop der Down Mall Tour. Und ich bringe mich gleich auch in Sicherheit. Alle Zuschauer, bitte nochmal die Info an euch. Passt auf an die Geländer, freut euch da nicht so weit drüber, am besten gar nicht. Keine Kinder mit den Köpfen irgendwo dazwischen stecken. Die Jungs haben keine Bremse oder haben sie Bremsen? Können sie denn überhaupt bremsen? Bremsen haben sie auf jeden Fall an. Bei den Racefahrern, wir haben nachher bei den Freestyle-Fahrern, bei den BMX-Rädern den Kroaten mit dabei. Marin Rantis, er fährt Brakeless, ist auch einer der heißesten Fahrer im BMX-Bereich, den wir hier in der Show mit dabei haben. Er ist mit Triple Whips dabei, also dreifachen Table mit Frontflip, und der hat keine Bremsen am Rad. Also dann müssen wir hinten natürlich gucken, dass er nach der Landung das Rad wieder zum Stehen bringt. Okay, ich würde sagen, wir haben genug erzählt. Wir wollen den Zuschauern jetzt auch mal die Gelegenheit geben, sich voll und ganz auf das Training zu konzentrieren. Ich habe es erwähnt, wir haben Fahrer aus vielen verschiedenen Ländern, aus der Tschechei, natürlich aus Deutschland, aus Holland, aus dem Vereinigten Königreich, aus England, und wir haben natürlich heute, hoffe ich, ich bin ja ein Lokalpatriot, ein fantastisches Publikum in Frankfurt, und das wollen wir jetzt mal hören. Frankfurt, seid ihr bereit für Down Mall in Mainzweil heute? Oh, das war schon mal ganz ordentlich. Das geht nachher noch lauter, ich bin mir sicher, wenn es hier um Zehntel, um Hundertstel Sekunden geht. Rolltreppen vielleicht bis zu 50 km/h an den Zuschauern vorbei. Das ist äußerste Vorsicht geboten. Auf beiden Seiten hier haben wir den ersten Platzfuß. Das ist schon die letzten zwei Wochenende der große Pechvogel der Saison gewesen. Aus Rumänien angereist und dann immer wieder gestürzt unter technischen Probleme.